Und jetzt wird das Material praktisch eingesummt. Jetzt geben wir so viel Lehmputz hinein, dass praktisch das Wasser fast aufgesaugt wird. Damit hat der Lehm die Möglichkeit, die Feuchtigkeit aufzunehmen, das Wasser. Sozusagen, dass er eingesumpft wird. Und gleichzeitig ist es unsere Putzdicke. So. Jetzt kann man sagen, das Wasser nimmt den Lehmputz auf. So wie es jetzt da ist. Ist eingesumpft. Jetzt gibt es in die Maschine rein. Genau. Ja, und ab da geht es jetzt automatisch. Das heißt, die Maschine mischt, über den Schneckenmantel wird es gequetscht und durchgepresst und über den Schlauch sozusagen wird es in das Haus hineingepumpt. Und damit wird er Druck erzeugt mit dem Schneckenmantel. Der zweite Schlauch ist ein Luftschlauch, da wird praktisch Luft dazu gepresst, mit dem schaltet man drinnen den Kompressor aus und ein. Und das ist das Material, sonst wenn es durch den Schlauch einfach ausrinnt, wird es einfach nur rausrinnen und so zerstäubt es, sozusagen mit Druckluft. Mhm. Ja, ansonsten ist es normale Technik, Elektrokosten wie von den normalen Putzmaschinen. Der große Vorteil ist halt von der Maschine, dass man praktisch alle Putze machen kann, die Nasslehmtechnik ist oder auch Kalkputze. Und alles, was man praktisch, jede Baustellmischung kann man da machen. Und natürlich auch jedes Fertigmaterial. Wenn man Kalkputz macht, dann darf man das vormischen in einer Mischmaschine. Wir kippen das dann da rein, dann wird es nur mehr gemischt und einfach dann wird es zum Fördern verwendet. Ja, simple, einfache Sache. Und jetzt schauen wir einfach rein ins Haus. Das heißt, in unserem Fall ist jetzt der Beinputz, das ist die letzte Schicht, die ist so ca. 4 bis 5 mm dick. Die wird dann gefützt und grün und dann ist es grundsätzlich fertig zum Streichen. Die Farben ist jetzt, so wie man es halt da sieht, so milchkaffeebraun, wenn es austrocknet natürlich ein bisschen heller. Ja. Je gerader die Wandflächen werden müssen, desto länger ist das Werkzeug natürlich. In unserem Fall wird das der Kontur folgend verputzt werden. Das heißt, die Länge des Werkzeugs ist praktisch nur einen halben Meter. Und genauso gerade oder kugelt wird natürlich die Oberfläche. Die dicken Ausdrücke müssen wir auch machen da in dem Fall. Ist ein bisschen Putz runtergefallen. Das ergänzen wir einfach wieder. So, die Kantausdrücke machen wir jetzt noch nicht. Die sauberen Arbeiten kommen dann praktisch beim Zureihen. Für uns reicht es. So einmal die Ebenheit reicht, der da drinnen wohnt und damit passt es. Das Material hat natürlich den großen Vorteil, nicht nur die Fähigkeiten des Lehms, sondern auch alles, was jetzt runterfällt, das können wir wieder verwenden. Wir schmeißen das in den Kübel rein, schmeißen es wieder per Hand rauf oder wieder mit der Maschine. Also ist praktisch wieder verwendbar für ewige Zeiten. Und alles, was man gar nicht mehr braucht, schmeißt man in den Garten aus und das ist ein Dünger. Es gibt praktisch beim Lehmbau keinen Abfall, nicht irgendwas, was zum Wegschmeißen ist, was man entsorgen muss, sondern es ist einfach ein Material, das du immer wieder verwenden kannst. Und wenn du sagst, dein Lehmputz schmeißt in 20 Jahren runter, weil du praktisch da was anderes machst,
Könntest du ihn wieder in der Mischmaschine anrühren oder so, wie wir es jetzt machen, wieder aufputzen oder wieder die gleichen Fähigkeiten. Und das ist halt das Schöne bei deinem Material. Ja, die Fähigkeiten des Lehms, das kann man überall nachlesen, was das hat. Es gibt praktisch keine Nachteile, nur Vorteile. Der einzige Nachteil ist halt vielleicht, aber das kann man nicht als Nachteil sehen, dass einfach zweilagig immer verarbeitet werden muss. Das heißt, das ist mehr Arbeitsaufwand, das ist wie halt ein herkömmlicher, maschineller Innenputz. Und deswegen wird er halt auch weniger gemacht, weil es natürlich preisliche Sache ist, gell, wenn man es machen lässt. Aber in so einem Fall, wie man es mit Workshops machen kann, dass sozusagen Leute das lernen möchten, dass man die alten Techniken weitergibt, dass man ihnen zeigt, wie das funktioniert, wie das geht, kann sich der Bauherr eventuell was sparen, weil er ein paar Leute hat, die da mitarbeiten, mithelfen. Die da mithelfen haben den Vorteil, dass sie was lernen, dass sie diese Technik wieder kennenlernen, eventuell vielleicht sich selbstständig machen, eine Firma draus machen und auch Lehmputze machen oder sonstige Sachen oder für ihren Eigengebrauch verwenden. Also das ist halt der Sinn und Zweck für solche Workshops und Schulungen und Seminare, nicht? So wie man es halt dort macht. An der Wand. So, und alles andere machen wir beim nächsten Arbeitsschritt. Das ist einmal das Auftragen vom Lehmputz. Genau. Da machen wir dann eine Rundung an die Kanten. Das sieht man da an die Fenster auch. Wenn man vielleicht dort umschaut, wenn man sich dann einmal eine Runde umdreht, das ist praktisch da. Das ist quasi rausgezogen worden. Das ist das, was wir als erstes immer machen. Wenn man sozusagen die Fenster runden, dass man schaut, dass man da eine saubere Oberfläche zusammenkriegt. Und ja, in dem Fall ist das die Außenwand. Die ist gedämmt worden mit Schilfdämmplatten, sozusagen eine Innendämmung in der Altbausanierung, eine gängige Variante. Dann eine Wandheizung draufgekommen auf die zwei Außenwände. Dann ist das Ganze mit Lehm verputzt worden, auch in einem Workshop und mit Lehmgrobputz, sodass man die Wandheizung zugespritzt hat. Dann ist ein Gewebe draufgekommen, die stabilisiert den Lehm, dass zu keiner Rissbildung kommt. Und dann kommt, wenn das Ganze trocken ist, der Feinputz drauf, jetzt in dieser Phase. Und der wird jetzt dann noch zugrimmt, gefützt und grün. Und dann ist es praktisch fertig zum Streichen. Hopp, wir machen das letzte Eck noch. Natürlich maschinell, wenn man das aufbringt, geht das natürlich sehr flott. Ja. Naja, also wir brauchen 17 Kilo pro Quadratmeter pro Zentimeter Schnittstärke. Das heißt, es ist schon ein wenig Gewicht. So wie da haben wir jetzt an den Wänden so circa 4 cm Putz drauf. Das heißt 4 x 17 Kilo. Ja. Und wenn man das natürlich händisch reinbringen muss und mit der Kelle aufwerfen, dann ist es natürlich schon gewaltig mehr Arbeit als mit der Maschine.
Aber grundsätzlich ist Lehmputz ein Putz, der sehr, sehr, sehr selbstbaufreundlich ist, weil er natürlich genauso wie mit der Maschine mit der Hand verarbeitet werden kann. Und grundsätzlich jeder Handwerker, der einen normalen Putz putzen könnte, könnte natürlich auch einen Lehmputz machen. Die meisten trauen sich nur nicht und wollen nicht, weil sie einfach das Material nicht kennen und den Kalkzement und den Gips und den Zement, den sind sie einfach gewohnt. Und deswegen greift man halt dann meistens zu diesen Produkten, die standardmäßig halt angeboten werden am Markt. Lehm ist doch noch ein bisschen was Exotisches bei uns, aber wird natürlich immer stärker und wir versuchen das natürlich auch jahrelang schon zu machen. Putzuntergründen oder so wie da auf Schilfdämmplatten oder Schilfstuckatur im Holzbau, da dauert es natürlich länger. Das ist einfach zu beachten, wenn man überlegt, mit Lehm was zu machen, dass sie die Bauzeiten verlängern können. Weil standardmäßig wird ja gedacht, der normale Putz ist so in einer Woche gemacht. Das ist so die übliche Bauzeit, was der Architekt sozusagen vorschreibt. Und wenn man das nicht beachtet, dann könnte es sein, dass man natürlich mit dem Bauzeitplan in Strudeln kommt. Weil es sich nicht mehr ausgeht. Aber deswegen gibt es ja die Möglichkeit, mit Lehmbauplatten zu arbeiten. Da haben wir natürlich viel weniger Trocknungszeit, weil der Grobputz ja praktisch schon trocken ist und in Form von Platten aufgebracht wird. Das wäre eine Alternative zu solchen Sachen. Dass ich praktisch auf einem Untergrund mir Lehmplatten aufschraube. Mhm. Und die kann ich natürlich dann sofort, nachdem sie montiert sind, weiter beschichten. Ich spare mir sehr viel Feuchtigkeit im Haus, vor allem in Holzhäusern. Und ich spare mir diese Trocknungszeiten. Gegebenenfalls muss man halt maschinell trocknen. Wenn es draußen die Witterung nicht zulässt, dann muss man halt mit Bautrocken arbeiten, was ja auch eine Variante ist. Brauche ich ein anderes Arbeitsgerät? Das geht gut. Dass man natürlich jetzt in alle Ecken reinkommt, wird das Werkzeug selber hergestellt, aus Hartschaumplatten zum Beispiel. Das kann man so machen, dass man scharfe Kanten hinten kriegt. Dann schaut das sauber aus, dann ist das auch sauber aus. Das ist auch das, was wir heute in den Lehmbau-Seminaren oder Kursen vermitteln wollen. Dass es auch saubere Varianten gibt. Und der Lehmputz nicht immer nur buckelt und wild sein muss. Weil das Image hat er lang gehabt. Das ist nur, dass eine ganz wilde Oberfläche ist und also sandet, das war immer das Image von Lehmbau, vom Lehmputz und das ist überhaupt nicht der Fall. Wenn Lehmputz richtig verarbeitet ist, dann sandet der Lehmputz nicht. Dass sozusagen die Oberfläche nicht verdichtet wird, nur gerieben wird, das heißt, wenn ich jetzt das so reibe mit so einem Schwammbrett wie da und ich würde das jetzt lassen, dann muss ich die Oberfläche unbedingt streichen, weil der Sand an der Oberfläche klebt und dieser Sand rieselt man runter, vielleicht auf dem teuren Holzboden und das will natürlich keiner haben. Deswegen ist es wichtig, dass man entweder die Oberfläche streicht und mit einer geeigneten Farbe, ich sage jetzt einmal Lehmfarbe, Kasin oder Sumpfbeckanstrich, binde die Oberflächen und damit sandelt man nichts mehr. Oder ich gehe her und reibe das verdichtet, sozusagen ich drücke bei dem letzten Arbeitsgang die Steine in den Untergrund hinein. Dann habe ich auch die Möglichkeit, dass ich nicht streiche, dann kann ich es so lassen, wie es ist. Und der Lehm kann so bleiben und es rieselt mir nichts mehr runter, weil ich die Steine in den Untergrund eingedruckt habe. Diese Varianten haben wir. Und es ist immer wieder, merken wir halt, dass die
dass die Menschen, die so einen Lehmputz gerne hätten, das hergehen und sagen, ja, es wird eh alles gestrichen zuerst, ne? Dann macht man mal die Grobputzschicht und dann schaut es so geil aus, weil zwischen Grob- und Feinputz gibt es eine Wartezeit und man gewöhnt sich ein wenig an die Fahrt und dann sagt man, hey, baue ich mich doch dieses oder jenes lassen. Und dann ist es wichtig, dass man natürlich Oberflächen verdichtet reibt. Oder glättet, je nachdem, was man halt für Oberflächen haben möchte. Der Lehmputz lässt sich super gestalten. Das heißt, ich kann den mit der Hand gestalten, formen. Ich kann da eine Sonne reinmachen oder irgendeine Skulptur bauen. Mit einem geeigneten Material oder Wandleuchten selber herstellen. Das geht mit dem super. Ich sage immer zu den Leuten, sie kriegen nicht nur einen Innenputz, sondern auch eine Wandgestaltung. Das ist halt so immer das Thema. Ja. Und ein Lebensgefühl. Nicht Marke. Ist soweit. Ja. Okay. Ich kann natürlich, wenn das Haus jetzt im Altbau wird immer Rundung gemacht, aber wenn es jetzt ein sehr modernes Bauwerk ist und ja, der Besitzer oder die Besitzerin gerne scharfe Kanten haben möchten, dann geht das natürlich auch. Dann wird ja Metallkanten eingebaut, so wie beim standardmäßigen Innenputz. Und an dem wird der Lehm links und rechts angeputzt. Und dann habe ich genauso meine scharfen Kanten, wenn der Lehm weiß gestrichen ist, kennt man es überhaupt nicht, dass dahinter Lehmputz ist. Schaut aus wie ganz eine normale weiße Wand, wie man es gewohnt ist, und ich habe trotzdem die Fähigkeiten des Lehmputzes. Und das ist ja natürlich überragend. Ja. Also von den Farben her ist es natürlich so, wenn man Lehmputz macht, dann ist es auch wichtig, dass man geeignete Produkte verwendet, die die Fähigkeiten des Lehms nicht beeinträchtigen. Jetzt haben wir viele Fähigkeiten, die der Lehm kann: feuchtigkeitsregulieren, schadstoffbindend, Luftionisation, nicht allergieauslösend, in keinster Weise und viele andere Fähigkeiten einfach. Und die darf ich nicht zunichte machen. Und wenn ich jetzt eine Innendispersion aufstreiche, dann mache ich mir einfach die Oberfläche, die verklebe ich mir, die mache ich mir zu und damit habe ich nichts mehr vom Lehmputz. Dann ist es einfach irgendein Untergrund, der gestrichen wird. Und deswegen verwenden wir halt Lehmfarben. Da gibt es einen österreichischen Hersteller dafür. Das Grundprodukt ist Lehm und Sand, Marmorsand, helle Sande. Und das Restbindemittel, was der Lehm nicht bindet, ist Kartoffelstärke. Das ist praktisch die biologischste Variante, einen Lehmputz zu streichen. Das wird zweimal gestrichen und dann habe ich Oberfläche von weiß bis schwarz. Und wenn ich halt hergehe und sage, nein, diese Lehmfarbe, die möchte ich nicht haben, ich hätte gerne Casinfarbe, weil die ist abbruchfester. In der Casinfarbe ist meist Methylcellulose drin, das ist der Bettengeister. Und je mehr von dem drin ist, desto höher ist natürlich die Abbruchfestigkeit von der Farbe. Aber ich vermindere dann auch Fähigkeiten des Lehms. Deswegen ist es immer so ein ausgewogenes Spiel, dass ich sage, es gibt Farben, die sind abbruchfester, stabiler. Und es gibt Farben, die halt die Fähigkeiten des Lehms nicht vermindern. Und das kann sich der Bauherr aussuchen, was er halt gerne hätte. Ich empfehle immer die Lehmfarbe und dann Sumpfkalk oder Casinfarbe. Sumpfkalk ist auch ein natürliches Produkt, ist eh ganz klar. Genauso wie Casinfarbe. Die kommt meist aus Deutschland. In Österreich haben wir keinen Hersteller von dem Produkt. Aber in Wirklichkeit ist es einfach Topfen und Borax. Mehr ist es nicht, ein Milchprodukt. Ganz normale Kalkfarbe kann man genauso verwenden, genau. Der Kalk ist halt glatt, das heißt, das ist ein glatt. Je öfter das ich streiche, desto glatter wird die Oberfläche. Und Casinfarben oder Lehmfarben sind gefüllte Farben. Die gibt es glatt, aber auch gefüllt. Das heißt, das ist Sand drinnen, macht eine raue Oberfläche. Und je rauer die Oberfläche ist, desto höher ist natürlich die Oberfläche am Quadratmeter gesehen. Nicht? Wenn ich einen Berg und einen Tal habe, ist die Oberfläche ein Vielfaches, als wenn es glatt ist. Und deswegen versucht man den Lehmputz etwas rauer zu halten, dass er auch die Fähigkeiten einfach ausspülen kann, die er kann. Und das ist wirklich so, wenn du in einem Bad einen Lehmputz hast und du gehst duschen, dann läuft der Spiegel nicht an oder das Fenster beschlägt nicht. So schnell nimmt der Lehmputz die Feuchtigkeit auf, saugt es nach hinten weg und auch wenn zwei, drei Duschen gehen. Und dann lasse ich die Tür offen in den Vorraum hinaus und der Lehmputz bei den anderen Räumen holt sich die Feuchtigkeit, trocknet man das Badezimmer wieder aus und ich habe einen Luftbefeuchter, der nichts kostet. Und so verteilt man praktisch der Lehmputz die Feuchtigkeit im ganzen Haus. Und die sollte zwischen 40% und 60% liegen. Das ist der Sinn und Zweck. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr einen Lehmputz drinnen hat, unbedingt auch im Bad. Und das ist der einzige Bereich, wo ich einen Lehmputz nicht einsetzen darf in ein Haus. Das ist praktisch die Duschen, der Spritzwasserbereich.
Aber da gehört nicht das Bad dazu zum Spritzwasserbereich, sondern wirklich nur die Duschen, eventuell die Badewanne, wenn es an der Mauer steht. Dann sollte man dort 30, 40, 50 cm über der Badewanne kein Lehmputz machen. Dort kommt der Fliesen hin oder Tadellack, da gibt es viele Alternativen. Aber dort hat der Lehm nichts verloren, weil dort könnte er Schäden produzieren, in der Dusche. Eine Fliesenfugen muss nicht wasserdicht sein und wenn Wasser dahinter kommt, könnte der Lehmputz weich werden und die Fliesen fallen mir runter. Und um das zu verhindern, werden an diesen Flächen Kalkputze gemacht. Aber ansonsten kann ich im ganzen Haus den Lehmputz verwenden. Die Schimmelbildung ist bei normaler Benutzung ausgeschlossen eigentlich. Weil der Lehm nimmt die Feuchtigkeit auf, aber der Sinn und Zweck ist auch, dass er es genauso schnell wieder abgibt. Es nutzt nichts, wenn er die Feuchtigkeit zurückhält und dann würde es zu Schimmelbildung anfangen. Das hat keinen Sinn, deswegen lassen wir die Tür offen und der Lehmputz für die anderen Räume saugt man praktisch das Bad wieder trocken. Ich brauche im Winter nicht das Fenster kippen und aufmachen für die Feuchtigkeit. Was er natürlich nicht kann, der Lehm, Frischluft erzeugen kann er natürlich nicht. Deswegen, also wenn ich Luft zum Leben brauche, dann muss ich das Fenster aufmachen. Aber rein von der Feuchtigkeit her ist es nicht notwendig. Damit kann ich auch Energie sparen, dass ich praktisch nicht meinen warmen Raum auslüfte, ja. Sozusagen meine warme Luft rauslüfte. Genau. Und dann wird jetzt das noch fein zugedreht und dann ist praktisch so ein Fenster fertig. Dann können wir es aufmachen und wir können lüften. Und mit Lüften brauchen wir die Feuchtigkeit weg. Einen Zucker in der Natur rein. Das Schöne beim Lehmbau sind, finde ich, halt auch diese Rundungen. Die sind halt ganz und gar nicht üblich beim herkömmlichen Putzen, bei den maschinellen Innenputzen. Der Lehmputz eignet sich dafür besonders gut. Den meisten Leuten gefällt das. Ja.